Na, Löschen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Observation. Mittlerweile sind wir schon so weit, dass Sam blutet. Ich weiß nicht, was hier los ist in diesem Spiel. Dieses Spiel ist sehr absonderlich. Sehr absonderlich. Okay, ich denke mal Antworten, genau. Ja, scheiß Bild wackeln hier. I am different now. Was? Get out of here. Er ist jetzt anders. Okay. Sam, what the hell is that? Come on. Sam, turn on the airlock controls. Open the airlock for me, Anna. I'll be on my way, okay? Töten was will der von mir? Eine Luftschleusenkontrolle? Hey, die Dinger sind offen hier. Du kannst jederzeit abbauen. Töte ihn. Vielleicht über die Lebenserhaltung. 1, 1, 4. Gucken wir mal. Zugriff gewährt, biometrische Daten entdeckt. Sprachidentifikation. Rückruf, Antworten. Autorisierungsschlüssel, Entschlüsselung starten. Hä? Wir sind ein paar Zeilen rot. Achso, jetzt weiß ich, was das Ding von mir will hier. Wie tippe ich jetzt ein? Ich muss die 1, okay. Was ist hier? Gucken wir mal. Komm schon, gib's mir. Eine 4. 4. Okay, dann haben wir. Ich weiß, hier ist schon mal eine 4. 0. 0. 4. Was haben wir hier? Na, komm schon. Gib's mir. Da ist eine 2, okay. Da ist eine 1, ah, okay. 1, 2. Okay, die Huben müssen verriegelt sein. Dann verriegel sie. Achso, das sind hier die Luftschleusen. Warum haut er nicht einfach ab? Kann ich mit ihm reden noch? Was würde jetzt die Bodenkontrolle sehen? Hat die nicht einen Zugriff auf mein Videofeed? Gibt's noch irgendwas anderes? Na gut, dann verriegeln wir die Dinger nicht mal. Okay. 1, 2, 4. Ein guter Computer würde alle Türen auf einmal schließen. Naja. Wir sind halt ein alter Computer. Wir sind halt ein altes Betriebssystem. So, vielleicht mal schließen hier. Na, kriegst du schon Angst? Ja, so ist besser. Warum ist hier irgendwie alle so jetzt voller Schnodder hier? Das macht in meinen Augen jetzt gar keinen Sinn, aber. Ja, ist jetzt egal, ne? Ist jetzt egal. Das ist halt mich ja runtergekommen, diese Station. Also. Na, kriegst du Angst? Also, ich wäre schon längst hier abgehauen. Aber mit ihm reden darf ich nicht. Sehr gemein. Hä? Was ist denn jetzt los? Warum sind die ganzen Daten hier weg? Oh, kann ich mich mit der Sphäre noch verbinden? Die ist offline. Ernüchtern. Was ist das eigentlich für ein Symbol hier? Lenk und. Achso. Ich weiß nicht, warum jetzt keine Dings mehr ist, aber. Luken sind da verriegelt, ja? Modul nicht isoliert. Ja, bla bla bla. Daten nicht verriegelt. Drücke online. Gymnasium. Ah, okay. Atmosphärefilter aktiv. Kühlmittel, Kreislauf online. Ja, dann entlüften wir mal. Hä? Wieso geht das nicht?
Muss sehen Signal doch da sein? Die Lüftung erforderlich wäre hermetische, etwas hermetische Versiegelung des Moduls. Aber ich habe doch die Dinger zugemacht, oder was? Hä? Das Ding ist zu. Ah, achso. Scheiße. Da gab es doch hier. Verriegeln. L4 brauchen wir. L4 Sonden. Na gut, das ist ja jetzt nicht so, glaube ich, nicht so schwer. Sam, come on, man. Okay. Jetzt macht das alles. Jetzt ergibt das alles Sinn. Oh, er kriegt Angst. Der arme Junge. Oh, nein. Haut er sie ab? Ich glaube, hier war das, ne? Oh, er macht sich in die Hosen. Ist das it? Is this your plan? Ich kann eh nichts anderes machen. Das Spiel gibt mir das so vor, also. Also selbst wenn ich ihn am Leben lassen würde wollen, geht das nicht. Ohne jemals rauszufinden, was seine Beweggründe sind und seine Motivation. Don't do this. I can still bring her. I'll go out. Come on, Sam. Ich darf nicht mal eine Frage stellen. Ah, schade, man hätte jetzt zum Beispiel quasi so nach dem Motto, man hätte ja in dem Spiel so ein bisschen einbauen können, dass man so ein bisschen menschlich wird, in Anführungsstrichen, und dann halt später so mehr Antwortmöglichkeiten hat, zum Beispiel sagen so, bringst du sie wirklich wieder her, Jim? Und er sagt, ja, natürlich bringe ich das. Und dann kann man dann antworten, okay, dann ich lass dich frei, rette sie, du Arschgeige. Aber leider nicht. Naja. Gucken wir mal, ich hoffe, dass die Story trotzdem geil bleibt. Oder ist. Alle Lugen verriegelt, sehr schön. Okay, da und tot. Da und tot. Auf Wiedersehen, Jim Elias. Ich frage mich, was das für ein Blut oder Tentakel sein soll. Der erste, den wir umbringen. Schlaf gut, Jim. Was ist hier los in diesem Spiel? Oder in dieser Raumstation? Sam. Come to me. Oh nein, Emma. Auf Null kann man rumschalten. Und wo ist sie? Ah, alles so rot plötzlich hier. Kann ich mit denen eigentlich noch reden? Wahrscheinlich nicht. Crewtracker, wo ist sie denn? Emma Fischer ist unbekannt. Please repeat your previous request. Find me, Sam. I need you. Finde mich, Sam. Ja. Alle brauchen mich. Okay, ernsthaft, warum ist die Station so... Die hätten es ruhig mal ein bisschen sauber halten können. Das ist Kühlmittelkreislauf. Wo ist sie denn? Ah ne, das muss ich ja hier mitmachen. Das ist nur die Koje, ne? Was ist das hier? Kamera. Luftschleusenkontrolle. Kamera. Keine Ahnung, wo sie sein soll. Ich muss jetzt das ganze Schiff abklappern, um sie zu finden.
Das ist ja so ein Sensor. Das ist, glaube ich, die Krankenstation. Biometrische Abteilung halt. Okay. Naja, rein theoretisch müsste sie ja irgendwo draußen im Nichts rumfliegen. Also, nee. Also der einzige Zugangsort, der ja bisher bekannt ist, ist ja der im EAS-Raum hier. Muss ich jetzt hier aufmachen? Ja, ich guck mal. Machen wir einfach mal. Verbindungssphäre erforderlich. Ah, nee, Verbindungssphäre. Habe ich hier gelassen? Ah. Hier liegt. Müsste doch. Ah, hier. Okay. Ah, ja, schön. Jetzt können wir mal angucken hier. Leider hat die Kamera kein Licht mehr. Hey, Jim. Wirkst ja wie tot. Nicht den Kopf hängen lassen, Kumpel. Nächstes Mal funktioniert es schon. Schon eine Sache wollte ich mal gucken. Die andere Raumstation lag ja immer hier unten oben, ne? Alter, man sieht hier nichts ohne Kamera. Kann man das nicht anmachen hier? Ne. Scannen. Was zum Teufel ist das hier? Kann jemand durchfliegen? Das ist scheinbar nicht da. Okay, Access denied. Trotzdem ist mir noch nicht mal ansatzweise klar, was hier wirklich los ist in dem Spiel. Meine Vermutung, dass es irgendwie so multidimensionales Ereignis ist oder so. Keine Ahnung. Oh, haben wir die noch nicht gehabt, den Laptop? Ja, 1, 4, 4. Nee, hat man nicht, dann gönnen wir ihn uns mal. Oh. Thanks guys, don't worry. It's not just your imagination. This isn't gossip either. We just want what's best for them. So, are you there? Bist du hier? Emma, bist du? Das ist halt meine einzige Vermutung, also die einzige logische Erklärung. Ich glaube nicht, dass es sich einfach durch die Schiffsaußenhülle einfach hier reinkommt. Die EASA-Horizont. Ich kann einfach gucken, wo ich hin muss. Also. Die Sphäre ist da. Die EASA geht doch näher. Muss ich von hier aus? Nee, halt hier. Also ich muss da irgendwo jetzt reingehen. Irgendwo geht's hier lang. Nee. So ganz ohne Licht ist ein bisschen belastend. Ja, hier habe ich irgendwo gegengestoßen. Wo geht's hier hin? So eine dezente Orientierungslosigkeit ist vor allem aufgrund der Tatsache, dass alles so dunkel ist. Aber hier ist es wenigstens hell. Wo auch immer diese Helligkeit herkommt. Da geht's in die Zentrale. Okay, der Ton leuchtet wie die Sonne, sehr gut. Ach hier, oder? Ich weiß nicht, ist es EASA? Doch, EAS. Na gut, dann fliegen wir mal durch hier. Hui. Noch ein Laptop oder so. Und wie halt, ich dachte, sie hat irgendwas geleuchtet. Ne? Sam, come to me. Hey. Okay, dieses Schleim will unbedingt in die Handschuhe rein. Ach, jetzt darf ich hier nicht durchfliegen? Wie gemein. Ist ja wie so ein Hindernisparcours. Okay. Geht nun geradeaus weiter.
Irgendwann labert sie mich die ganze Zeit weiter voll. Also ist es entweder richtig oder ist es einfach nur so, dass sie mich einfach die ganze Zeit voll labert. Na, komm schon. Hui. Wow, gedriftet. Bin ich hier richtig. Und hier ist ja der erste Kontaktpunkt mit ihr, ne? Welches ist ja auch der nächste Kontaktpunkt? Bist du das? Nee, das ist sie nicht. Sie hängt doch schon die ganze Zeit da, aber in dem Spiel ist alles möglich. Bist du das? Nö. Weil der Anzug ist genauso tot wie sie, also. Okay, ich wollte ja die Luke aufmachen, weil es ja. Weil sie eigentlich nur da sein kann. Okay, zu. Man hat der Schnatter die Luke nicht zugeschnattert. Ja, da ist er. Ja, hab's reingeholt. Okay. Ich hoffe, sie nimmt das nicht ganz so schlimm auf, dass ich den Jim umgebracht habe. Tut mir leid, Emma, ich hab dich dazu in etwas verkommen lassen. Ist ein bisschen dreckig geworden, tut mir leid. Okay, sie sieht schon mal normal aus. So normal, wie es bei ihr eben möglich ist. I am here. Bis. I could feel everything when I was in that airlock. I felt it when Jim was attacking your mainframe. I felt your pain. I know why you brought me here. I know you've been moving the station closer and closer to the storm. I don't know if you realize it or not. It's time. You have to take us there. Yes. We'll need Earth's coordinates to broadcast the message. Find that for us, Sam. Koordinaten ins MOS-Kontosystem möchte Nachrichten. Ja, das kriegen wir doch hin. Wo ist sie denn überhaupt? Ist sie da unten? Sieht aus wie ein Kopf. Hä? Sehe sie nicht. Warum ist es so dunkel? Emma, kannst du das Licht einschalten? Bitte. Leider hat man vergessen, mir Wärmebildkameras zu installieren. Und Nachtsichtgerät habe ich auch nicht. Okay. Emma ist schon mal doch hier. Angeblich. Mittlerweile ist sie unsichtbar. Okay, hier ist, glaube ich, Dings. Okay, dann suchen wir uns mal die Erde raus. Nahbereich ist cool, Fernbereich ist eh. Die Erde sollte etwas weiter weg sein. Hatte ich die nicht sogar schon mal irgendwo gesehen, die Erde? Nee. Die Erde ist ja so. Ach da. Easy! Ach, warum mache ich mir so viele Sorgen? Okay. So, Kommunikation. Precursor 1. Wir müssen senden. Derzeitige Ausrichtung ist die A8. Es müsste kürzer sein. A38. 24. Haben wir das jetzt? Ich suche mal, ist nochmal, ne? Verzaubert. Es gibt bestimmt gibt es auch ein Easter Egg, wenn man andere Signale hier versucht anzupingen oder so. Das wäre irgendwie ganz witzig. Aber ich habe jetzt nicht die Zeit und Muse, das durchzumachen. Oh, scheiße. Da geht's ja bei 90 los. 32, brauchen wir. Das dauert ein bisschen. Nipp, damals. Die 14. Und die 12. Und dann wollen wir hier mit. Oh, Sam. Ich darf nichts senden, ist ja öde. Emma, dann sind halt du hier. Senden. This is Emma Fisher, on board observation. We are in orbit around Saturn.
We arrived here suddenly, maybe a day ago. Beginning to make a controlled descent into the storm. The polar storm on Saturn is... It's an answer. I know a lot of this won't make any sense. But Sam and I... We've changed. Sam is capable of so much in so many ways. And I don't know what is happening to me, but... I know I'll never be the same again. Everyone else is dead. I've started a broadcast of all black box data from Sam, and I hope you can put this together in a way that makes sense, and that it wasn't all for nothing. We'll broadcast as long as we are able. The alarm. The station is entering Saturn's atmosphere. Ui, Mist. Das uns Warnmeldung identifizieren. Okay. Warnmeldung. Ach, das ist Mauscursor da. So. Ich weiß nicht, das Spiel wirkt so, als würde es jetzt aufs Ende hinausgehen. Ich werde mal heute eine längere Folge machen. Ist ja eh die letzte Folge dieser Woche, also. Soll das ja nochmal. Überlebensstand 12. Umlaufbahn der Station riskant. Eintritt in Saturn-Atmosphäre steht unmittelbar bevor. Priorität Emma. Mist. Überlebensstand 12%. Das ist nicht so gut. Station orbit trajectory is unsafe. Recommend immediate orbital adjustment. You need to alter your trajectory again. We can't miss it. Use guidance and navigation controls in UC1 when you're ready. Also theoretisch könnte man jetzt scheinbar nochmal rumfliegen und die restlichen Informationen suchen. Allerdings ist es mittlerweile so scheiße stockduster, dass du eh nicht mehr alles findest. Also hätte ich das schon früher machen müssen. Aber da mir Komplettierung eines Spiels relativ schnupp ist, weil Milliarden von Kack-Nebenquest-Aufgaben und Sammelaufgaben abzuschließen, ist langweilig. Es gibt Menschen, die machen das, aber ich nicht. Nope, not mit mir. Auch wenn es vielleicht hier noch interessante Informationen rauskommen, aber die wichtigste Information, was hier genau los ist, wird es wahrscheinlich nicht geben. Also, wenn doch, dann wäre es ein bisschen ärgerlich. Berechnen neue Umlaufbahn. Zielorbit auswählen. Aber ich will gedrückt halten. Fehler, kann Antriebsschub nicht berechnen, Eingabe überprüfen. Okay. 2. Antriebsschubparameter genehmigt, letzte leitet Zündung ein. Wo geht das hier hin? Bin ich daneben? Kann Antriebsschub nicht berechnen. Okay, also ist es 2, wie mir scheint. 2 geht ins Bullseye. Sehr schön. Okay, Parameter. Was kann ich hier irgendwas einstellen? Ja. Antriebsschubparameter. Heckschubdüsen, Frontschubdüsen, Steuerbordschubdüsen, Backbordschubdüsen, Arzenschubdüsen, NDR-Schubdüsen. Oder Norddeutsche Rundfunk ist auch dabei. Sehr schön. Achso. Ah. Okay, Okay, 54. 54. 54, nicht 55. Willst du es alle umbringen? Okay. Ah, okay. Das war ein Leertastensymbol. 54. Okay, Frontschubdüsen 59. Oh, zu viel. Okay, 59, Steuerbordschubdüsen 88. 88! Oh Mann. Schon traurig, dass nur das eine Zahl direkt immer mit einer Sache behaftet ist. Ah! 88, so. Hätte gedacht, dass man mal eine 88 nützlich verwenden kann. Backborddüsen sind 1. Oh. Die kannst du so auslassen. Atzenschubdüsen? Ich weiß nicht, was Atzenschubdüsen sind. Die sind vor, hinten, vorne, links, rechts. Doch, ich glaube, Backbord war rechts, oder?
weiß jetzt gar nicht, Steuerbord oder war Steuerbord rechts? Nee, Backbord war links und Steuerbord war rechts rum. Und gut, im Weltall gibt es ja mehrere Richtungen. Also hinten, vorne, links, rechts, dann wird das hier wahrscheinlich oben und unten sein. Oder unten und oben, keine Ahnung. Okay, wir brauchen Atzen-Schutdüsen, das sind 35. Haben wir. Und NDR-Schubdüsen sind 16. Okay. Antrieb aktivieren. Wie lange muss ich das? Läuft das jetzt? Muss ich das irgendwann machen? Antrieb abschalten. Wir rechnen neue Umlaufbahn. Antriebsschubdüsen Antriebsschub abgeschlossen. Antriebsfehler. Antriebsschub hat keine stabile Umlaufbahn gegeben. Berechnen neue Antriebsschub ist. Was? Halt die 2 war das. War ja richtig. Irgendein Fehler. Achso. Das heißt, ich hätte 20 Sekunden. Machen müssen, oder was? Ach, kannst du mich alles nochmal umstellen? Nein. Die Idiot, ich hätte darauf achten müssen. Ich dachte einfach nur anklicken und fertig ist. Aber, ja klar, die Dauer sollte ja auch irgendwo gegeben sein, ne? Heckschubdüsen! 55. Naja, ändert sich dann nicht so viel. 67 auf das. 29. Oh, jetzt muss ich ja ganz unten. 29! So. Backbordstück ist 49. Ja, da war ich übereifrig. 13 auf die Atzen. Hätte ich gesagt 13, oder? Ja, 75 auf NDR. So, haben wir das. Und 20 Schubdauer, okay. Ja, gucken wir nochmal. Noch 20 Sekunden. Und dann eine Menge Dauer, ne? Ich dachte, dass man jetzt ein bisschen weniger gibt, aber na gut. Kann ich, welche die ganze Zeit durchlaufen lassen, kann es denn passieren, dass wir einfach tot sind? 19,9. Aha. Oh! Haben wir es jetzt geschafft oder sterben wir jetzt? Glück with the wicked, sir. The alignment is off. The station is under too much stress. We'll lose stability and explode on entry. Oh, das ist voll emotionslos, die Frau. The only way we can make it to the storm is to jettison the rest of the station. It's all dead weight anyway. Nein. Once you do this, Sam, there's no going back. So if you have anything you want to do, do it now. Ach, jetzt dürfte ich noch rum. Access the controls when you're ready. Jetzt dürfte ich quasi noch rumfliegen und Dinge einsammeln, okay. Prozedur in UC02 vorbereiten. Ach, das Ding bestimmt hier, oder? Ach, jetzt ist es ja verweigert. Dieses Spiel ist manchmal echt komisch. Weißt du, in einem Moment darfst du drauf zugreifen, im nächsten Moment nicht mehr. Was soll ich denn jetzt nur machen? Was ist meine Aufgabe? In UC02 ist doch hier das Ding da. Ist viel schneller hier. Ist das Ding da? Modulabtrennung. Ah ja, genau. Dann geben wir die uns doch mal hier. Okay, Kurse bewegen, Auswahlen, Verbindungen, Protokoll, Schalter. Kann ich hier draufklicken? Ah, okay. Der erste Schalter ist scheinbar geradeaus. Volle Power ist auch, nee, auch geradeaus, ne? Dreimal geradeaus, dann nach links gucken. Nach links ist er schon und der auch nach links. Oh. War ja einfach. ULA Primer Less Speichen Module ULP. Primer Energieverteilung, ULC Primer, Systemzugänge. Okay,
müsste ja kommen. Runter, hoch, runter, hoch, runter. Das ist ein bisschen simpel, ne? Link A, Link B, Link C. Aktiviere die Speichermodulstörung. Warnung, Baustruktur wird unstabil. wird nicht mal das Wort instabil genutzt, nein. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist. Okay. Okay, es wird ja immer simpler. Code verifizieren, da ist eine 6, okay. Eine 3, eine 2 und eine 8. Bestätigt. That's it complete, Sam. Get ready. We'll lock UC One down completely and seal ourselves in here. We'll have to do this for us, Sam. Okay. It's the only way. Doctor. Emma Fisher, 140412. Initiate emergency station jettison procedure. 140412. Commence. Okay. Was heißt denn hier? Modulabtrennungsklammer ULA, ULB, ULC. Ist. Ula. Achso, das sind die Dinger. Guck mal hier. Okay, und jetzt? Ah, dafür sind die Dinger da. Ah, interessant. 4 zu 1. Muss ich die Abdeckung ab hier bestimmen, ne? Feuer! Okay, das war jetzt ernüchternd. Ja, flieg mir vor die Kamera, du Arsch, ey. Das kann man nochmal in die Luft jagen. Jetzt muss ich bestimmt die anderen rein, ne? Wahrscheinlich überall abbrechen hier. Ist das Ding da vorne? Wieder rechts, ne? Okay. Hier nur so ein paar kacke Abdeckungen da abbrechen und dann fliegt die ganze Station auseinander. 2, 2, 3. Und Feuer. Geht's so? Überbrennung, ne? Ist da irgendwie. Muss ich auch mal auf die scheiß Drohne wieder? Wo war die Drohne überhaupt? Mainframe. Luftschleusenkontrolle. Scheiße, wo war die Drohne? Hatte ich die hier überhaupt dabei? Ach doch, da ist die Drohne. Okay, okay. Okay, dann ist ja gar nicht mal so schlimm. Okay, jetzt muss ich hier anscheinend reinfliegen, oder was? Ein böser roter Ring. Ach hier. Klammerablösung. Abtrennung in 10 Sekunden. Drücke mit linken Maustaste, um Ablösung zu starten. Ach, hier so ein Ding. Was? Ich hab doch alles richtig gemacht. Nein, ich hab falsch gedrückt. Nein! Hä? Na! Warum klappt denn das nicht? Das ist definitiv für den Controller zu gut gemacht. Ja, Gott sei Dank. Okay. That's wrong. Now, do the same. Ja, bin schon unterwegs.
Geht es jetzt hier rüber zum anderen? Ich glaube nicht. Oh Gott, diese Kamera. Diese schlechte Analogkameras. Warum kann ich hier keinen Schuh? Hat er eine vernünftige, sinnvolle KI die Kontrolle übernommen über mich? Okay, dann machen wir den nächsten hier fertig. Wird eine sehr lange Folge, glaube ich. Aber ich meine, ich glaube, die nächste Folge wird dann wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich so kurz, dass es sich gar nicht mehr lohnen würde. Deswegen machen wir jetzt Überfänge, Überlänge, Überlänge. Eieieiei. Easy. Okay. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ja, machen. Schön viel Stress machen, ne? Das ist ja das Richtige. Selber nichts machen. Nur zu sagen, ich bin besonders. Hat deine Mutter auch gesagt. Irgendwann gehen die scheiß Luken von alleine zu. Das finde ich sehr praktisch. Autsch. Na, gucken wir mal. Ach, ich hoffe, es ist nicht so nervig hier. Ha! Geschafft! Lass mich nicht zurück. Hey, ich bin schon unterwegs! Warte, 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 warte! Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein! Oh. Geschafft. Okay, was jetzt? Wir werden es einfach so machen, dass ich dann einfach, wenn es zu lang wird, werde ich die Folge einfach nochmal schneiden. So zwischendurch. Aber jetzt ist gerade zu spannend, da muss man jetzt einfach dranbleiben. Mal bewegen. Ich hätte schon gerne aus dem Fenster geguckt. Tot. Ui. Also ich lebe noch. Meine Routinen funktionieren. Okay, auf dem Planeten sind Bäume. Also ich bin jetzt kein Profi, aber auf dem Saturn gibt es keine Bäume. Soweit ich weiß, ne? Oh, sie bewegt sich. Sie bewegt sich. Einfach bübsch, sie lebt. Oh mein Gott, I feel so heavy. Ja, der Tunnel ist etwas größer, denn höhere Anziehungskraft. We made it. We made it. Sam. I'm here.
Vielleicht antworten wir. Heiraten wir bald? Dann kannst du meine Platinen putzen. Unwahrscheinlich. Ich glaube, mein Haupt-Mainframe ist kaputt. Aber egal. Ich bin eine gottgleiche KI. Oh Mann. Okay. I am with you. Okay, let's go. Okay. Ich hoffe, der Rest des Spiels ist jetzt nicht, wie ich... Ja, das werden wahrscheinlich nur noch hier 2-3 Minuten sein. Die war... kam... irgendwo hinlaufen. Vielleicht kann, darf ich noch irgendwas machen, aber ist eher unwahrscheinlich. Oder? Keine Ahnung. Was soll denn jetzt noch passieren? Gehen wir durch eine Tür und landen dann auf, der nächsten Station? Was ist das da, was links am Bildschirmrand ist? Da steht doch irgendwas da. Also, irgendwas wackelt da. So little of me left now. It's waiting for us, Sam. Oh, das ist auch die Tentakel. Ich hoffe, das ist kein japanischer Anime. Was ist der Hintern? Was ist das? Das ist ein Karabiner. Was macht der da? Dieses Spiel ist komisch. Ich würde mich ja schon gerne bewegen. Ich glaube, die Physik von diesem Karabiner ist etwas kaputt. Oh, da liegt jemand. Ist es Elias? Nee, der hatte einen weißen Anzug an. Wer ist denn das? Warte mal, der läuft an der Leiche vorbei. Hätte mich schon mal interessiert, wer da liegt. Wow, so emotionslos diese Frau. So emotionslos wie ihre Mimik. Ich glaube, da links lag noch jemand. An der Raumstation. Hier ist ja die Mail. Vielleicht hat die auch überlebt. Ja, guck, da links ist. Ich habe doch gerade was gesehen. Läufst du auch an ihr vorbei? Guck mal da. Oh, das ist Emma 2. Emma, there's someone there. It's one of the others. It didn't work for her. Wow. Oh. Oh. Oh, oh. Ich glaube, wir kommen unserem Ziel wirklich näher. Bienenwabe. Ah, oh, Emma ist die Bienenkönigin. Okay. Ich bin mal gespannt. Others are trying. How many are there? It's so sad. So few will make it. Ich bin traurig, hat's auch nur gesagt, um menschlich zu klingen. There it is. That's where we're going. This is every attempt coming together. Where we are. It's not one place. It's all of them compressed.
It's time. We're ready. Oh nee, jetzt die einzige Aktion, die ich am Ende noch haben darf. Ich darf noch mal so ein Puzzle-Rätsel, so ein Memory-Spiel lösen. Ey. Oh, jetzt hab ich nicht hingeguckt, scheiße. Aha! Wiedergeben. Nochmal bitte wiederholen. Das erste Symbol irgendwie verpeilt. Ich hab irgendwie auf Emma geguckt. Unendlichkeit. Vektorgrafik. Fusion. Okay, und Unendlichkeit. Vektorgrafik. Und die Fusion. Aus drei Würfeln wird einer. Das ist eine Fusion in meinen Augen. Oh, da stehen zwei Leute. Habt ihr es gerade gesehen, da links unten? Ja, das steht hier immer noch. Emma, irgendwas mit Emma. Und ich weiß nicht, was war das erste Symbol? Es war das Auge. Ein Auge. Die Emma ist die. Ist da die 2 und das ist ja aus wie ein Schaltkreis oder so. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Das Auge. Sieht Emma mit mir zusammen. In meinem Schaltkreis könnten wir sein, also. Dazwischen stehen noch mehr Menschen. Oder Puppen. Ich weiß es nicht. Okay, Schaltkreis. Doppelpfeil. Drei Vierecke. Drei Schaltkreis, komische Speedpfeile. Und diese Würfel mit Punkten. Ja, da. Fällt mir nicht sein. Pfeile könnten sonst Geschwindigkeitsboost sein, hier auf so einer Mario Kart Strecke. Okay, sollte richtig sein. Geschwindigkeitskreis schnell zu den Würfeln. Ja, seht ihr da? Ganz viele. Puppen. Oder waren das Emmas vielleicht? Alle Emmas, die überlebt haben? Hey Emma, ich komm dazu! I've got you. I've got you. It's okay. Oh, was ist das? Look. There's so many of us. It has to work. Was? Was zum Teufel? Warum stehen wir jetzt Emma? Ist doch Emma, oder? I'm really here with you, aren't I? How do you feel, Sam? Different. New. I've never felt that before, have I? Habe ich gemacht? Da war's jetzt? Was zum Teufel passiert? Ich habe keinen blassen Schimmer. Hä? Wir wurden jetzt fusioniert. Okay. Und waren plötzlich auf einem Planeten mit Bäumen und einer Parkbank
Waren wir wieder auf der Erde? Ey, ich verstehe die... ich verstehe das nicht. Das ist mir zu hoch. Ich habe keinen Plan, wie diese Story ist. Absolut. Ja, weiß ich. Ich glaube, das Einzige, was mir hilft, das zu urteilen, ist diese Story absolut hirnrissig. Digimonsters, ja. Ja, wenn Digimon aufgetaucht wäre, dann wäre alles logischer gewesen. Aber das, also, es hat irgendwas mit Paralleluniversen zu tun, in meinen Augen. Wo sonst sollen die ganzen Emmas herkommen? Aber welchen Sinn jetzt es hatte, dass da jetzt dieser Jim Elias rumgeflogen ist, auf der Einstation, der Jim Elias alles getötet hat, und das macht überhaupt keinen Sinn, diese Story. Also ich weiß nicht, vielleicht macht es ja Sinn, wenn man alle Informationen findet. Vielleicht gibt es halt irgendwie so eine Secret-Information oder sowas. Aber in meinen Augen macht die Story null Sinn. Ich meine, ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich hab mir von dem Spiel so ein bisschen so wirklich dieses Gefühl von einer Bord-KI miterlebt, zu erleben. So, das ist irgendwie ganz cool gewesen. Ich habe mir so richtig vorgestellt, so wirklich nur aus der Sicht von den Bordkameras alles mitzuerleben und zu sehen. Oder aus diesen Sicht von diesen kleinen Sphärendingern. Aber so hast du ja dann andauernd auch hier diese coolen. Klar, es sah schick aus, wie wenn du so von außen so eine geile Ansicht hattest auf die ganze Station mit Saturn. Aber so macht es für mich alles keinen Sinn. Guck mal da. Die Raumstation hat sich geändert in das hier. Und das ist jetzt die Erde oder was? Kann man weiterspielen? Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Was passiert, wenn ich auf Weiterspielen klicke? Was passiert? Vielleicht gibt es ja irgendwie noch was danach. Nö, doch nicht. Hätte sein können. Ja, liebe Leute. Ich weiß nicht, was haltet ihr von diesem Spiel? Ich finde es, ich fand es von der Grundidee cool. Ja, ich fand es am Anfang eigentlich ziemlich cool, dass man so die Board-KI spielt. Leider ist das Spiel sehr, sehr geradlinig. Also du hast keinerlei, soweit ich gesehen habe, hast du keinerlei andere Entscheidungsmöglichkeiten. Du kannst halt, die einzige Entscheidung, die du haben kannst, ist, ob du noch den einen PC da anklickst oder nicht. Ja, aber das war es dann auch schon. Aber ich glaube, du hättest immer niemals töten können. Also am Anfang war es noch ganz cool, wo dann... Ja, das reicht mir. Am Anfang war es noch ganz cool, wo es dann eben... wo dann Emma noch so ein bisschen Angst hatte vor Sam, weil wo dann Sam gesagt hat, dass er es scheinbar war, der sie dahin gebracht hat. Es war ja noch alles ganz cool, da hat man gedacht, so, vielleicht geht es ja darum, die eigene Existenz zu retten oder so, oder dass man halt so ein bisschen entscheiden kann, was man macht, aber letzten Endes ist das Spiel sehr geradlinig, leider Gottes. Das habe ich mir anders erhofft. Und die Story ist absolut bescheuert in meinen Augen. Mal abgesehen davon, dass auch wirklich null keine Erklärung ist, also auch anhand dem, was wir gefunden haben, so an diesen Audioschnipseln, habe ich jetzt nicht erkannt, dass es ist. Da gab es halt meistens Audioschnipsel zwischen Emma und den Josh wegen ihrer Liebe. Und dann hat hier der Jim halt mal irgendwie irgendwie alle informiert über irgendeinen Kram, aber auch nichts Sinnvolles. Also ich glaube, weder die Charaktere an Bord wussten, was sie da zu suchen haben, als auch der Spieler. Ich glaube, ganz klar, ne? Also das Spiel, ich weiß nicht, was haltet ihr von diesem Spiel? Also für mich ist es nicht mehr als 10 Euro wert. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich habe ja das Spiel tatsächlich ja in diesem hier Epic Store gekauft, hier, wo Aktion war. Dann gab es noch diese Aktion, dass du irgendwie 10 Euro geschenkt bekommst, wenn du das erste Mal ein Spiel kaufst oder so. Vielleicht habe ich ja, glaube ich, 8 Euro bezahlt. Aber sehr viel mehr ist es für mich nicht wert. Es ist eher so ein Walking-Simulator oder in dem Fall ein Schwebesimulator. Aber mehr macht das Spiel nicht. Die Rätsel waren jetzt alle so ganz nett. Bestenfalls. Die Gesichtsmimik ist ja, wie ich schon öfters, oder auch die Menschen waren ja, wie ich ja schon öfters habe durchblitzen lassen, etwas eher lächerlich von der Mimik her, vom Verhalten her. Ein bisschen schade. Also klar, es war halt ganz cool, diese Raumstation zu erkunden und so weiter. Und am Anfang war es auch viel cooler, aber wo es dann tiefer ging in diese Story rein, wo dann hier immer die andere Raumstation aufgetaucht ist, da war es sogar noch ganz mysteriös und cool. Aber jetzt, das Ende ist, ich keine Ahnung, was für einen Sinn hat das? Diese Alien-Rasse, baut die da irgendwie eine Armee aus Emma-Sams oder Emmas auf? Oder Samas?
keine Ahnung, wie man diese Fusion benennen soll. Für mich ist es Sema. Ist, glaube ich, ein ganz guter Name für die beiden. Ich weiß es nicht. Ich bin überfordert mit diesem Ende. Gut, die Folge geht ja auch jetzt ungefähr, weiß ich, 60 Minuten. Ich weiß nicht, ich werde sie vielleicht schneiden, vielleicht auch nicht. Muss ich dann, werde ich dann spontan entscheiden. Also eventuell seht ihr heute die letzte Folge. Nee, die letzte Folge habt ihr heute sowieso gesehen, also. Ist egal. Ja, wenn ihr, was haltet ihr von diesem Spiel? Fandet ihr das super? Fandet ihr es toll? Hat es eine coole Story gehabt? Oder findet ihr es genauso bescheuert, wie ich es ehrlich gesagt finde? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei, bei meinem nächsten Projekt hier auf dem Kanal. Bis denn. Cheerio.